Hi Leute und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Minimal-Mittwochs-Video. Am letzten Mittwoch habe ich euch ja erzählt, was ich wirklich ewig nicht aussortieren konnte und woran ich dann am Ende nie wieder gedacht habe. Bisschen peinliche Geschichten, wenn wir mal ehrlich sind. Und ihr wart ganz wild auf den zweiten Teil mit den Dingen, bei denen ich das Aussortieren dann doch mal so ein bisschen bereut habe. Und da lasse ich mich ja wohl nicht zweimal bitten, oder was? Hier kommt Teil 2. Und falls ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch den gerne mal oben unterm i. Man munkelt, es wäre ganz nett anzuschauen. Also vielleicht guckst du da mal vorbei und dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange. Ihr wisst, worum es geht, ich weiß, worum es geht. Los geht's. Wir starten mal ganz gemütlich mit meiner Couch. In meiner alten Wohnung habe ich die ja irgendwann rausgeschmissen und dann bin ich mit meinem Lattenrost und meinem Bett, also mit meinem Lattenrost und meiner Matratze, das was noch übrig war vom Bett, an die Stelle gezogen, wo vorher die Couch stand. Wow, wie kompliziert. Egal. Ich dachte mir jedenfalls, ich bin ja eh den ganzen Tag auf den Beinen und eigentlich komme ich sowieso nicht dazu, auf der Couch zu gammeln. Es ist einfach nicht passiert, ja? Also entweder war ich zum Schlafen im Bett oder ich war bei der Arbeit oder irgendwie unterwegs. Und ansonsten, wenn ich zu Hause war, dann war ich halt mit Kochen, Putzen beschäftigt oder ich hatte Besuch und wir haben Gesellschaftsspiele gespielt. Also, oder habe gebastelt. Irgendwie kam ich nie dazu, auf der Couch zu sitzen und ich hatte mir ja auch das Fernsehgucken größtenteils abgewöhnt und zum Lesen bin ich eigentlich auch nie gekommen. Also dachte ich mir dann so, wozu diese Couch? Die ist mir halt nur ständig eingestaubt und hat mir dadurch noch mehr Ärger gemacht. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm, weil die hatte so eine ganz breite Seite hier, also die Lehne, die war richtig breit und schwarz. Und man hat richtig den Staub da drauf gesehen. Da musste ich die ständig sauber machen. Das war richtig ätzend. Und dann war das halt auch einfach ein ganz schöner Brocken. Also dagegen ist die hier eine Mini-Couch. Und das heißt, die hat auch einfach mega viel Platz weggenommen. Also dachte ich mir, warum nicht einfach weg damit? Ja, why not, oder? Weil ich dachte mir halt, man kann ja auch auf dem Bett, also auf den Matratzen sitzen und sich dann an die Wand lehnen. Das ist doch genauso gut wie eine Couch. Also ich habe nicht gewusst, warum ich diesen Luxus unbedingt brauche. Und damit war ich auch vollkommen okay. Also Couch weg, alles weg, auf der Matratze gesessen, fertig. Jetzt kommen aber natürlich die Haken. Und zwar, erstens sind die Matratzen mega dick und weich gewesen. Das heißt, man sinkt ordentlich tief weg, wenn man sich da drauf setzt. Also das ist anders als bei einer Couch. Die ist ja doch sehr fest und meine Matratzen waren wirklich so dick. Und wenn man da saß, dann war man so, ne? Und dadurch fläzt man da so vor sich hin und hat so eine ganz ungesunde Körperhaltung. Und Leute, ich brauche es euch wahrscheinlich nicht erzählen, aber für mich mit meinem Rücken war das dann doch ganz schnell nicht mehr so lustig, wenn man dann doch mal eine Weile gammeln wollte. Ich meine, mal kommt es ja vielleicht vor, ne? Zweitens habe ich um mindestens um 300% unterschätzt, was man für Spuren an der Wand hinterlässt, wenn man sich da ständig anlehnt. Also die Wand war quasi meine Sofalehne, ne? Und ja, mir hätte es eigentlich klar sein können, war es aber nicht. Also manchmal lernt man die Dinge eben erst, wenn man sie erlebt. Gerade mit dem Kopf oder so mit freien Hautstellen, wenn man so am Arm oder so irgendwie ein T-Shirt anhat, einfach nur, dann hinterlässt man einfach auf Dauer Fettrückstände an der Wand, an der Tapete. Und das sieht halt nicht so hübsch aus, ne? Und Klamotten können ja zum Beispiel auch abfärben oder wenn man irgendwie einen Reißverschluss oder sowas hat, das kann auch mal einen Kratzer in die Farbe machen. Also, ich weiß nicht genau, Leute. Wenn ihr sowas vorhabt, dann überlegt euch vielleicht im Gegensatz zu mir vorher, wie ihr die Wand schützen wollt, kann ich nur empfehlen. Also eventuell vielleicht eine bunte Fototapete, wo es nicht so auffällt. Oder vielleicht irgendwas, was man abwischen kann. Also eine Wand, die abwischbar ist. Plexiwand oder so ein Kram. Oder Holzpaneele, whatever. Was man irgendwie sauber machen kann. Das ist sonst nämlich wirklich ganz, ganz schnell nicht mehr schön. Und aller guten Dinge sind natürlich drei. Wenn Besuch kam, dann hatte ich als Sitzmöglichkeit halt nur noch meine Küchenstühle oder eben mein Bett anzubieten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da echt so ein bisschen empfindlich. Also ich will einfach nicht, dass jeder Mensch, der in meine Wohnung kommt, sich auf mein Bett setzt. Das ist doch irgendwie intim und das ist doch schon mein Revier. Das ist mein Safe Space, meine Comfort Zone. Meine, versteht ihr? Meine. Ich glaube, ihr habt das Problem verstanden. Ja, also das ist schwierig. Also habe ich beschlossen, als ich in die Wohnung gezogen bin,
dass es auf jeden Fall hier wieder eine Couch geben soll. Einfach auch, um sich tagsüber mal hinzusetzen, wenn man doch einfach mal 2 Minuten einen Brief lesen will oder sowas. Keine Ahnung. Man sitzt doch öfter mal kurz, auch wenn man nicht lange sitzt. Aber ab und zu kluckt man sich doch mal irgendwo hin. Und so eine Couch ist halt einfach bequemer als auf dem Stuhl, sind wir mal ganz ehrlich. Und mir hat auch irgendwie ein Platz gefehlt, um tagsüber mal ein Nickerchen zu machen. Irgendwie ist es mir da doch ganz lieb, das vom Bett zu trennen, zumal ich das jetzt sowieso ja erstmal aufbauen müsste. Also dann würde ich mich von meinem Nickerchen schon verabschieden, weil ich zu faul wäre, das aufzubauen. Ja, naja, also habe ich wieder eine Couch gekauft. Aber ich muss auch sagen, das weiß ich jetzt halt alles auch nur, weil ich es probiert habe. Also ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass ich das so richtig bereut habe oder dass das jetzt so ein Fehler war, die Couch rauszuschmeißen. Ich meine, ich habe ja eine Menge über mich und meine Bedürfnisse gelernt und das ist doch schon mega cool. Und ich glaube, ich war auch so insgesamt so 2 Jahre oder so ohne Couch. Also als ich die Couch rausgeschmissen habe, da waren ja noch die richtigen Matratzen und die Lattenroste da. Und dann hatte ich halt eben keine bis vorletztes Jahr, als ich in die Wohnung hier gezogen bin. Also sagen wir, keine Ahnung, eine ganze Weile. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich direkt am nächsten Tag das alles bereut, sondern das hat sich halt einfach über die Zeit hinweg rausgestellt, dass so eine Couch doch ganz comfy wäre und dass ich mich vielleicht demnächst mal dafür entscheiden würde. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett untergegangen bin, nur weil ich keine Couch hatte und super traurig war, weil ich die weggegeben habe und so, sondern das war einfach so, wäre vielleicht doch ganz nett. Könnte man mal machen. So ungefähr kann man das einordnen. So, machen wir mal endlich weiter, weil sonst wird das hier nur ein Video über meine Couch. Nummer 2 ist mein Instant Pot und das ist so ein richtig gutes Beispiel für, man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist. Ich hatte früher schon einen und ich habe den total gerne genutzt, um da drin zum Beispiel Eintöpfe zu machen und Kartoffeln, so lecker, liebe ich, habe ich schon ganz oft gesagt, schmeckt einfach viel, viel besser aus dem Instant Pot. Und gerade wenn es beim Foodsharing auch mal wieder 3 Tonnen Suppengrün gab, dann ist es eigentlich immer ganz praktisch gewesen, weil man da eben große Mengen drin machen kann und nicht dabei bleiben muss. Also man knallt halt alles rein und macht Wasser drauf und Deckel zu und dann ist es das gewesen. Dann macht man irgendwas anderes und in einer halben Stunde hat man einfach mal 6 Liter Eintopf. Ich meine, wie einfach kann das Leben sein? Aber irgendwie haben wir es dann trotzdem nicht benutzt. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie haben wir es einfach nicht mehr gemacht. Und der nimmt halt auch super viel Platz weg in der Küche. Also das ist ja so ein großes Ding, Spoiler. Ja, und das, wo ich ja eh schon wenig Platz in der Küche habe, weil ich halt so ein kleines Selbstmachmausi bin und jedes erdenkliche Küchengerät haben muss. Ha. Ja, naja. Jedenfalls habe ich den dann verkauft und zwar so ein bisschen schweren Herzens auch, weil ich mochte den halt wirklich, aber der stand halt einfach ein halbes Jahr bei mir rum und wir haben ihn einfach nicht benutzt. Und wem nützt es denn dann? Und ich weiß noch, dass Basti total geschockt war, dass ich meinen geliebten Potti ausmiste, weil er fand den zwar immer doof, also weil eigentlich ist er groß und der nimmt Platz weg und es ist ja auch überflüssige Technik. Man kann das auch mit einem Topf machen. Man braucht es ja nicht unbedingt. Das ist eigentlich Luxus und der kam mit der Bedienung nicht klar. Also er fand den offen gesagt einfach kacke, ja? Aber er wusste auch, dass ich den geil finde. Und deswegen konnte er es überhaupt gar nicht verstehen und war echt total überrascht. Aber es nützt ja nichts, wenn ich ihn halt einfach nicht benutze. Und ich habe ihn einfach nicht benutzt. Ja. Und dann muss er halt weg. Ja. Was soll ich euch sagen, Leute? Dann musste halt einfach weg. Und dann haben wir ihn auch, glaube ich, eine ganze Weile überhaupt nicht vermisst. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel nicht dran. Ist aber auch schon eine ganze Weile her. Hin und wieder, weiß ich aber, habe ich ab und zu mal was mit dem Instant Pot gesehen und dachte mir so, ah, guck mal mit dem Instant Pot, wie cool, ah, ist schon ein tolles Ding, hatten wir ja auch mal, ah, war schon ganz toll. Aber ich habe mich immer brav zusammengerissen. Ich habe da wirklich immer schön so, nein, wir hatten das, wir haben das nicht mehr benutzt, wir brauchen das nicht, wir können das auch anders machen. War ich immer ganz artig, ja. Dann habe ich aber gesehen, dass man daran auch Joghurt machen kann. Glückwunsch übrigens zu dieser bahnbrechenden Erkenntnis. Ich meine, steht ja auch nur hier drauf, weil er extra so ein Joghurtprogramm dafür hat. Hätte man nicht sehen können. Nee. Aber ich habe halt auch fast nie mit den Voreinstellungen gearbeitet, übrigens auch heute nicht. Und deswegen habe ich da einfach nie hingeguckt und habe es einfach nicht gesehen. Ist halt so. Mehr möchte ich ohne meinen Anwalt nicht sagen. Die Idee mit dem Joghurt fand ich jedenfalls mega gut. Ja, und dann
habe ich halt wieder einen gekauft. Weil ich halt Joghurt einfach liebe, Leute. Ich esse so gerne Joghurt. Das ist auch so ein gesunder Snack. Und gerade im Sommer ist es auch mal was Frisches mit ein bisschen Obst oder Müsli zum Frühstück. Lecker. Einfach richtig lecker. Und gesund ist es halt auch noch, weil die Bakterien da drin halt gut für den Darm sind. Ja, und dann hatten sie mich. Also habe ich bei Kleinanzeigen dieses hübsche Kind hier gekauft. Und ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, unsere Liebe hat einen neuen Frühling erlebt. Aber wirklich. Ich mache inzwischen tatsächlich keinen Joghurt mehr damit. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Erzähl das bitte nicht weiter. Oh Gott, also wenn man sich manchmal selber zuhört, ne? Also pass auf, ich mache keinen Joghurt mehr damit, weil ich einfach Strom sparen wollte. Und der muss ja dann immer anbleiben die ganze Nacht, um halt den Joghurt warm zu halten. Und dann habe ich geguckt, wie man das sonst noch so machen könnte. Und dann habe ich mir so einen coolen Joghurtmaker hier geholt von Ferment, wo man einfach halt warmes Wasser reinmacht und dann kommt da ein Glas mit dem Joghurt rein, macht man zu, lässt man stehen über Nacht und dann ist es auch schon fertig. Und ich liebe das Teil tatsächlich. Also ja, ich sag's ja, selbst mach Mausi. Für jede Schwäche ein Gerät, ne? Ja, und ja, schwierig. Für den wahrscheinlichen Fall, dass ihr sowas jetzt auch braucht, verlinke ich euch den natürlich unten in der Infobox. Der ist echt wirklich, also der ist toll. Kann ich euch nur empfehlen. Also Ferment generell, tolle Marke. Hat mich für die Werbung leider nicht bestochen. Aber wenn, hätte ich safe nicht nein gesagt, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber gut, wir sind beim Instant Pot. Und jetzt ist ja die Frage, warum lieben wir uns jetzt plötzlich wieder? Wenn ich jetzt sage, ich mache da Kartoffeln und Eintöpfe drin, dann schlagt ihr mich, oder? Also, aber ja, das ist halt die Wahrheit. Manchmal ist es halt einfach dumm. Manchmal bin ich einfach dumm. Aber es ist auch noch was dazugekommen. Ich nutze den zum Beispiel richtig viel jetzt, um Hülsenfrüchte zu kochen. Also ich kaufe ja immer alles getrocknet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kidneys brauche, Kichererbsen, das kaufe ich in getrockneter Form. Und dann koche ich die selber, statt die halt vorgekocht aus der Dose zu nehmen. Spart eine Menge Müll, spart manchmal, ist unterschiedlich, spart es auch Geld. Es spart Platz, weil das ist einfach nur so eine Tüte im Gegensatz zu vier Dosen. Also es ist auf jeden Fall einfach ganz cool und deswegen mache ich das total gerne. Und das Ding ist aber, dass das Einweichen und Kochen halt leider ewig dauert. Brauchen wir nicht schönreden. Und da muss man halt ganz schön planen. Außer man hat einen Instant Pot. Wenn ich jetzt halt Bock auf Chili habe, ne, dann knall ich halt einfach so eine ganze Tüte von den Kidneys in diesen Pot und mach den an. Und in der Zeit, wo der die Bohnen kocht, da schnippel ich in der Zeit einfach den ganzen anderen Kram, der da rein muss. Und dann, wenn die Bohnen fertig sind, dann koche ich alles und fertig. Also einfacher geht's halt nicht. Und meistens mache ich dann so die Menge für zwei Dosen rein. Also in mein Chili kommen quasi zwei Dosen Kidneys so. Und das, was ich halt in der Tüte habe von den getrockneten Kidneys, ergibt halt dann eigentlich eher so vier Dosen ungefähr von einer fertigen Menge. Und den Rest, den mache ich einfach in Gläser und friss ein fürs nächste Mal. Und das macht sich mega gut. Und dadurch ist er einfach ständig im Einsatz. Also ja, Hülsenfrüchte sind halt auch mega gesund. Und deswegen esse ich ganz viele und mache sie damit. Ich habe auch mal überlegt, Reis damit zu machen, weil der hat auch, wo wir nochmal bei den Programmen sind, der hat auch eigentlich ein Reisprogramm, habe ich noch nie benutzt. Ich weiß, ganz viele schwärmen immer so von Reiskochern und so, aber ich denke mir immer so, hey, ich mache es doch in einen Topf und dann ist es doch in 20 Minuten spätestens fertig. Warum muss ich das in den Reiskocher geben? Erklärt mir gerne diese Passion, ich würde es gerne verstehen. Vielleicht probiere ich es dann auch mal damit aus. Weil bisher mache ich den Reis immer so im Topf. Aber sowieso ist der ja schon belegt, weil da sind die Kidneys drin. Da kann ich ja jetzt nicht auch noch den Reis reinmachen. Also am Ende des Tages ist die Geschichte eigentlich erledigt. Ich muss den Reis weiter im Topf machen. Oder ich kaufe mir noch einen Reiskocher. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Leute. Ich esse zwar gerne Reis, aber so gerne dann vielleicht doch nicht. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Das war dann die lange und ausführliche Geschichte von Potti. Kommen wir jetzt mal zu meinem Aromadiffuser. Falls ihr nicht wisst, was das ist so ein kleines Gerät, wo man halt Wasser reinmacht und ätherisches Öl. Und dann vernebelt das Teil das Ganze halt mit, ich glaube, Ultraschall oder so. Und dann kommt da so ein Wasserdampf raus und vernebelt sich im ganzen Raum. Eigentlich
würde man denken, ist das das perfekte Gadget für mich. Ich weiß, weil ich hier einfach so auf ätherische Öle stehe und so viel damit mache, habe ich aber trotzdem aussortiert. Ja, und zwar schon vor Jahren. Zum einen verbraucht es halt natürlich Strom und so eine Duftlampe mit Teelicht eben nicht. Also ich habe hier so eine, wo man halt eine Kerze reinmacht. So, und oben kommt halt das Wasser mit dem Öl rein, macht man die Kerze an, wird es warm und dann dampft es hier oben halt auch genauso raus. Ja, das ist der eine Vorteil. Dann gab es immer mal wieder Gerüchte, dass diese Aromadiffuser nicht gut sind für die Gesundheit und sowieso die reinste Keimschleuder. Und das hat mich jetzt auch nicht unbedingt dazu motiviert, das öfter zu benutzen, bin ich ganz ehrlich. Und außerdem hieß es damals noch, man muss da unbedingt destilliertes Wasser reinmachen. Und dann hatte ich immer diesen Kanister mit dem destillierten Wasser stehen, was ich auch total nervig fand. Und dazu kam, dass ich auch ein bisschen Sorge hatte wegen dieser Feuchtigkeit, also weil die befeuchten ja auch den Raum. Und ich dachte mir, ich heiz ja eh schon nicht. Vielleicht sollte ich nicht noch mehr Feuchtigkeit gerade im Winter in den Raum bringen. Ist vielleicht nicht so klug. Und dann habe ich mich irgendwie auch nicht mehr getraut. Naja, unterm Strich kann man jedenfalls sagen, ich habe ihn immer weniger benutzt. Und dann ist er einfach nur noch eingestaubt und hat genervt. Also weg damit. Die übliche Regel. Und auch da habe ich mich wieder ein bisschen schwer getan, muss ich echt sagen. Aber es nützt ja wieder nichts. Wenn man es nicht benutzt, was soll's? So, und jetzt, also wirklich jetzt, ja, keine Ahnung, nach 3 Jahren oder sowas vielleicht, den ich den anderen schon nicht mehr habe, überlege ich doch wieder, mir einen zu holen. Ich überlege, seit langem. Weil das Ding ist, den Frieden mit der Kerze hier, ne? Dem traue ich ganz einfach nicht so. Also das Ding ist halt einfach, Kerzen sind gefährlich und gerade so zur Nacht, wenn man mal krank ist oder Kopfweh hat oder sowas, dann wäre es schon ganz angenehm, eine Alternative zu haben, die ein bisschen sicherer ist als so eine Kerze, versteht ihr? Und ja, dann kommt dazu, dass mir die Duftlampe auch irgendwie nicht effizient genug ist. Also die Intensität ist einfach eine andere. Ich muss da viel mehr Öl oben reingeben und das ist ja bekanntlich auch gar nicht mal so billig. Und dann riecht es irgendwie 2 Minuten und danach ist vorbei. Also klar, wenn man jetzt neu in den Raum reinkommt, riecht man es trotzdem noch, aber im Raum halt nicht mehr so. Man gewöhnt sich relativ schnell dran, weil irgendwie ist die Intensität nicht so krass. Mit dem Diffuser war das jedenfalls irgendwie ein bisschen anders. Da hat man das länger wahrgenommen und man konnte da auch so ein Intervall einstellen, sodass das immer wieder aufhört und wieder anfängt, sodass man nicht so einen Gewöhnungseffekt hat. Also, ich weiß nicht, Leute, irgendwie war das schon anders und ich schiebe den jetzt einfach schon locker ein halbes Jahr oder so auf meiner Wunschliste hin und her. Und so ganz habe ich mir noch nicht gewagt. Also nicht, dass er halt am Ende wieder rumsteht. So, da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Also warte ich und überlege und überlege. Aber ich denke, dass der wohl demnächst einziehen wird. Also weil ich es halt einfach wirklich gerne hätte und weil ich das ganz schön fände. Und weil ich jetzt halt aktuell fast gar nicht irgendwie meinen Raum mit ätherischen Ölen irgendwie mal beduften kann. So zur Aromatherapie oder auch, weil es einfach schön ist. Weil ich eben einfach, irgendwie verstehen wir uns gerade nicht so gut. Ja, I don't know. Wäre halt cool, weil es die Stromsparvariante ist, aber Kerzen kosten auch was und Kerzen sind auch nicht so toll. Also, wie man es macht, Leute, macht man es falsch. So, das beste Beispiel für nicht benutzt, ausgemistet, vermisst, wieder gekauft und wieder nicht benutzt, ist übrigens mein Dörrautomat. Als ich damals vegan geworden bin, war ich ja am Anfang 100% rohköstlich und da ist es quasi gesetzt, dass man einen Dörrautomaten braucht, ist quasi das Nonplusultra. Also habe ich mir damals auch einen gekauft. Und da habe ich echt keine Kosten und Mühen gescheut. Also ich habe wirklich Geld in die Hand genommen. Und ich glaube, der hat über 100 Euro gekostet, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, 130 oder sowas. Und ich hatte mir so einen richtig, richtig großen Kasten gekauft mit so Einschubblechen, also wie so ein kleiner Backofen quasi. Und vom Format her ist der echt größer als eine Mikrowelle. Also nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt. Riesending. Und klar hat das dann irgendwann genervt, wenn man den nicht benutzt. Und der dann einfach nur noch im Weg steht und Platz wegnimmt. Und als ich dann wieder erhitzte Sachen gegessen habe, dann war es auch nicht mehr ganz so wichtig. Und dann habe ich irgendwie für mich erkannt, dass halt auch
frisches Obst und Gemüse eigentlich besser ist als getrocknetes, weil Zucker und so, also weil eine frische Aprikose ist ja viel größer als so eine getrocknete und nimmt halt, jetzt sieht man das nicht, so, und nimmt halt viel mehr Platz weg im Magen. Das heißt, von der getrockneten isst man ja für dieselbe Menge im Magen potenziell mehr als von der frischen. Der Zuckergehalt ist ja aber derselbe. Also man nimmt halt einfach viel mehr Zucker auf mit dem, was man isst. Und ne, ist halt nicht so toll. Deswegen habe ich das dann halt nicht mehr so toll gefunden, habe das dann nicht mehr so gerne gemacht und wieder mehr frisches Obst und Gemüse gegessen, statt halt immer so viel zu dörren. Einfach damit das in der möglichst ursprünglichen Form ist. Und dann habe ich den jedenfalls verkauft. Und dann, auch wieder Jahre später, war ich mit Basti echt oft beim Foodsharing eine Zeit lang und wir hatten wirklich massig Obst. Es war unglaublich und wir fanden es einfach schade, dass wir nicht mehr davon für uns haltbar machen konnten. Also klar, logisch, man gibt ja dann auch was weg. Also wir haben dann viel zum Verteiler gebracht oder halt irgendwie auch gespendet an Wohnungslosenunterkünfte und solche Sachen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, aber wir haben uns halt gedacht, Mensch, es wäre schon cool, wenn wir auch ein bisschen was sparen können und halt ein paar Lebensmittel irgendwie für uns haltbar machen können. Wie kriegen wir es hin? Und da kam dann wieder Dörri ins Spiel. Ja, das war tatsächlich meine Idee. Aber ich habe das nicht so eskalieren lassen, Leute. Ich wollte nämlich eigentlich einfach nur so einen ganz kleinen, billigen, schäbigen für 10 Euro über Kleinanzeigen holen. Ja. Und dann habe ich da Basti mit ins Spiel geholt und wir haben recherchiert und gesucht und dann haben wir uns da irgendwie reingesteigert. Also dann ging es los mit Plastik am Essen, der Stromverbrauch ist bei dem Gerät so hoch, wie unpraktisch aufgebaut. Ja, und am Ende habe ich dann den hier von WMF bestellt. Das ist quasi ungefähr so der Ferrari unter den kleinen Dörrautomaten. So klein ist er jetzt auch nicht mehr. Ja, that escalated quickly, würde ich sagen. Kostet auch nur 100 Euro oder sowas, kein Problem. Aber ich hatte damals einen Gutschein, also war der eigentlich geschenkt. Dennoch hätte man ja für den Gutschein natürlich auch was anderes kaufen können. Ne? Ja, dann haben wir ihn ein paar Mal benutzt, um eben Sachen zu dörren vom Foodsharing. Und auch tolle Sachen damit gemacht, so ist es nicht. Also das war ganz cool. Und irgendwie dachte ich so, ah toll, ich habe so ein kleines Revival mit dem Dörrautomaten, so wie mit dem Instant Pot quasi. Und dann ging aber dieses Energiedebakel los. Und ich sage es euch ganz ehrlich, Leute, ich habe ein bisschen Panik bekommen, Strom zu verbrauchen oder vor allem zu verschwenden. Also wurde der eingepackt, ihr seht ja, der ist hier im Karton, damit er halt nicht einstaubt. Und dann wurde er erstmal gar nicht benutzt. Bis heute. Ich glaube, ich habe ihn einmal noch ausgepackt und irgendwie Pflaumen gedörrt. Aber das war's dann auch. Ansonsten ist er jetzt seit einem Jahr oder so gefühlt in diesem Karton. Schwierig. Und ich habe auch tatsächlich schon ein paar Mal überlegt, ob ich ihn wieder verkaufe. Fast wäre zu Weihnachten im Außertürchen gelandet. War ganz, ganz knapp. Ganz enge Geschichte für den Kleinen. Aber irgendwie will ich ihm halt auch noch eine Chance geben. Also vielleicht kann ich ja mein Gehirn doch nochmal heilen und ja, wenn ich wieder mehr Zeit fürs Foodsharing finde, dann fehlt er mir am Ende wieder, dann habe ich dasselbe Problem wie damals und kaufe dann doch wieder ein. Ja, also schwierig. Und man muss ja auch sehen, der Strom kostet natürlich Geld, klar, aber der kostet ja immer noch weniger, als wenn man jetzt ganz viel getrocknetes Obst und Gemüse kaufen würde. Also am Ende des Tages ist es ja doch irgendwie ein gutes Geschäft. Vielleicht sollte ich das mal meinem Gehirn erzählen. Naja, we will see. Ganz aufgegeben habe ich es jedenfalls noch nicht. Was ich übrigens auch noch nicht aufgegeben habe, ist, den Kanal hier grandios durch die Decke zu treiben, damit ich mit meinen Videos einfach noch mehr Menschen erreichen und glücklich machen kann. Also lasst doch mal ein Abo da und kommentiert ganz fleißig. Da freue ich mich riesig drüber. Und der YouTube-Algorithmus, der freut sich darüber auch und teilt das Video dann noch ein bisschen großzügiger. Und dann kann ich weiter Videos machen, worüber ihr euch wieder freut. Also am Ende des Tages freuen wir uns einfach alle. Das wäre doch cool, oder? Aber das passiert halt nur, wenn ihr abonniert und kommentiert. Also let's go. Ich muss auch echt zugeben, dass es gar nicht mal so leicht war, 5 Sachen zu finden. Denn eigentlich bereue ich nicht so viel. Und ihr wisst, ich bin auch gar der Typ für, ich überlege mir das so 10 bis 100 Jahre, bevor ich überhaupt mal was aussortiere. Und meistens ist es dann so sicher, dass ich einfach nur noch froh bin, dass die Sachen dann weg sind. Also ja.
Ich bereue einfach nicht so viel. Ist nicht so meine Art. Ich sehe das immer eher so als Learning. Also musste ich beim letzten jetzt doch ein bisschen schummeln. Aber ich schätze, ihr lasst mir das schon durchgehen. Die fünfte Sache ist mein Dachzelt. Und die von euch, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich das eigentlich gar nicht aussortiert habe. Aber es sind ja in letzter Zeit unglaublich viele neue Gesichter dazugekommen. Deswegen, Leute, long story short, ich hatte früher ein Dachzelt. Also so ein Zelt, was man auf dem Autodach oben mit sich rumfährt und dann einfach aufklappt, wenn man es braucht, und wenn nicht, klappt man es wieder zu. Klingt lustig, ich weiß, ist es auch. Ist eine richtig coole Sache. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben, kann man sich aber auch ausleihen, muss man nicht kaufen. Ich hatte auf jeden Fall damals eins gekauft und das war halt immer auf meinem Auto drauf, so wie bei den meisten Leuten, die ein Dachzelt haben. Also man montiert halt einen Dachträger auf dem Auto oder hat eine Dachreling und dann wird das Dachzelt daran festgeschraubt. Ja, nun wissen wir ja aber alle, dass man Schrauben nicht nur festschrauben kann, sondern auch lose. Ja, das wussten die Leute, die es geklaut haben, offensichtlich auch. Eines schönen Sommermorgens komme ich also runter zum Auto, denk nichts Böses und da ist einfach mein zweites Zuhause weg, Leute. Einfach geklaut, direkt vom Auto, vor meiner Haustür, weg. Es hat sich in Luft aufgelöst, es war einfach nicht mehr da und ich habe es bis heute nicht wiedergesehen. Und damals war ich schon sehr verzweifelt und traurig, muss ich echt sagen. Ich habe wirklich geheult. Ohne Ende. Ich konnte es einfach nicht fassen, ja, weil da hing irgendwie so mein Leben dran. Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass das so teuer ist und man das jetzt nicht einfach ersetzen kann, waren da so viele Erinnerungen dran. Und das war halt einfach wirklich mein zweites Zuhause. Ich war damit viel unterwegs und ich habe es einfach geliebt. Und es war dann einfach, als hätte mir jemand das so weggenommen, versteht ihr? Und ich habe damals alles versucht, wirklich. Also ich habe zum Beispiel Rebecca angeschrieben von den Dachzeltnomaden und sie hat dann auf dem Kanal von den Dachzeltnomaden in der Story einen riesen Aufruf gestartet, ob jemand das Dachzelt gesehen hat. Ich habe eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben, was man sich auch sparen kann, wenn man ehrlich ist. Und natürlich habe ich auch sämtliche Anzeigen getrackt, die irgendwie bei Kleinanzeigen und Co. online gegangen sind, wo Leute ein Dachzelt verkaufen wollten, weil hätte ja meins sein können. Ja, nix. Einfach nix, nada, niente, nie wieder gesehen. Und der Grund, warum das Dachzelt jetzt hier landet, ist, dass ich mich danach einfach entschieden habe, statt einem neuen Dachzelt lieber ein größeres Auto zu kaufen, was ich dann zu einem Minicamper umfunktioniert habe, um dann da drin zu schlafen. Denn je nachdem, wie das Wetter so ist und wo man eben so übernachten will, ist es mit so einem Dachzelt manchmal doch ein bisschen heikel und unpraktisch gewesen. Und so ein Auto war halt einfach die klügere Entscheidung. Und wir wissen, klügere Entscheidungen sind nicht immer die besseren, ja. Zumal mein alter Golf damals eben auch einfach hinüber war und ersetzt werden musste, musste ich eh ein neues Auto kaufen. Und dann lag das einfach so auf der Hand, jetzt mich halt für ein Auto zu entscheiden, wo man auch direkt drin schlafen kann, weil das war irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe und dann war es gut. Und da stehe ich auch bis heute total hinter dieser Entscheidung. Und ich mag mein Auto total, aber ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ich vermisse mein Dachzelt trotzdem manchmal sehr. Schon. Also Dachzelten ist einfach so ein Lebensgefühl. Das ist was Besonderes. Das ist irgendwie was anderes. Man schläft ja quasi draußen und dann so weit oben, wo man alles überblicken kann. Also das ist eine ganz tolle Position. Das ist einfach cool, Leute. Das ist einfach cool. Und alle Leute finden es super spannend. Man ist quasi die Attraktion, egal wo man hinkommt. Also auch auf jedem Campingplatz oder so. Kaum ist man da und baut auf, kommen Leute und stellen Fragen oder wollen mal gucken. Und das ist schon alles ganz lustig. Inzwischen sind Dachzelte ja wieder recht populär geworden. Aber damals, als ich angefangen habe, das war so 2018 oder so, glaube ich, da hatte kaum jemand ein Dachzelt und da kannte das auch kaum jemand, außer vielleicht die Leute aus dem Osten vom Trabi früher. Und da war das irgendwie Kult und auch die waren total gehypt, wenn die das gesehen haben. Oh mein Gott, sowas gibt es noch oder wieder oder wie auch immer. Das war schon ganz cool. Und auch wenn man auf der Straße unterwegs ist, mega Feeling. Also man fährt dann mit seinem Dachzelt so umher und dann trifft man andere Leute mit einem Dachzelt und dann wird sich zugewunken und dann wird wild gewarnblinkt oder Lichthupe gegeben. Und ja, da geht einem einfach jedes Mal das Herz auf, ja. Und ihr seht, es fehlt mir sehr, aber so ein Dachzelt ist natürlich auch ein teurer Spaß. Und dann muss man einfach ein bisschen abwägen, wie viel Sinn das alles macht. Und aktuell muss ich leider immer noch aus Vernunft sagen, nee, weil einfach meine finanziellen Prioritäten ganz woanders liegen und weil ich aktuell einfach eh kaum zum Campen komme und dann bringt das ja nichts. Und wenn ich dann mal campen gehe, dann habe ich ja das Auto. Ja, also es wäre jetzt einfach nur aus Luxus und Leidenschaft und nicht, weil es wirklich Sinn macht.
Und deswegen lasse ich es. Aber eines Tages, Leute, das sage ich euch, eines Tages wird es wieder eins geben wahrscheinlich. Und dann nehme ich euch mit auf meine großen Dachzeltabenteuer. Aber erstmal hat unser Abenteuer hier und jetzt ein Ende, Leute. Viel mehr habe ich nämlich wirklich nicht zu bereuen. Und ich finde eigentlich auch, das reicht. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch schon mal was rausgeschmissen und dann vermisst? Und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr mit dem Ärger einfach gelebt und das akzeptiert? Und habt ihr es euch doch nochmal gekauft? Und wenn ihr es gekauft habt, habt ihr es dann benutzt oder stand es am Ende wieder rum? Das würde mich echt mal brennend interessieren. Ich finde es ja tatsächlich überhaupt nicht so schlimm, wenn man auch mal eine Fehlentscheidung trifft, ne? Passiert, gehört dazu. Ist natürlich blöd, wenn man dadurch Geld und Ressourcen verschwendet, aber für die eigene Entwicklung ist es, glaube ich, schon eine gute Sache. Und da lernt man ja vielleicht auch was draus. Ich meine, ne, es ist nicht immer alles nur schlecht. Wobei das vielleicht auch nicht so gut ist. Also so eine Aktion fördert ja noch diesen, vielleicht brauche ich das in 10 Jahren doch nochmal Gedanken. Also dann wird es ja noch krasser. Und dann hat man noch mehr Sorge, Dinge auszusortieren, weil es könnte ja am Ende eine Fehlentscheidung sein. Ihr seht, es hat wieder 2 Seiten, so wie immer im Leben. Lassen wir das einfach dabei. So, ihr Lieben, Ende. Ich bin mal wieder weg. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich zähle auf euch auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.